Alrighty then, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakeshift Fidget mit mir und Basti auf Server W56. Das erste Mal, dass ich auf den Server richtig reinschaue. Ich bin zwar jetzt gerade über den Gildenfinder in einer Gilde hier gejoint, habe meine Ausbauten gemacht. Dadurch, dass der Elevator auf den meisten Servern ja erst jetzt dann Ende der Woche startet, dachte ich mir, komm, spielst du noch ein paar Tage hier auf diesem Server einfach. Und schauen wir mal, wie der Elevator von ganz unten aussieht da. Also keine große Sache hier. Es gab ein Players to Watch Application Video. Das war aber zusammen mit einem Demon Hunter und das haben vielleicht nicht alle mitbekommen oder wollten nicht. Wir haben 3 Spieler derzeit, die auf der Players to Watch Liste stehen. Wir fangen an mit Cray. Cray ist bei Golden Empire. Man sieht Davalon auch schon bei Golden Empire. Scheint also eine gute Gilde zu sein. Cray Level 113. Er hat 300 Alu-Druide geschrieben in seine Story. Er ist der First Druid auf Level 100. Das war aber anscheinend, warte mal, 27. Mai? Das war ja der Serverstart. Nee, dann nicht. Dann hat er nicht Level 100 zu diesem Zeitpunkt gemacht. Er ist hier noch relativ full epic. Die meisten sind gleich alt. Das ist das Neueste, wahrscheinlich von einem Dungeon. Waffe nicht epic, das... Es kann sein, dass er nach dem Epic-Event jetzt zum Serverstart nochmal gewechselt hat. Ich vermute auch, dass er das gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Moment gegen die Intelligenzgegner noch kämpfen muss. Gegen die Banshee, gegen die Mordmaschine. Vom Level her würde es passen, dass er die noch nicht geschafft hat. Vom Int-Wert sollte er die schaffen können. Das ist halt die Frage wegen Ausdauer und wegen Glück, ob das reicht. Wobei der Schaden nicht so schlecht ist, glaube ich. Wenn die Waffe relativ aktuell ist. Ich denke, dass er das packen kann. Er ist im Moment Rang 36, hat 66,85% SA. Ist ein sehr, sehr guter Char, den er hier spielt. Definitiv. Ja. Davalon spielt sogar Demon Hunter. Also den Demon Hunter, wie er jetzt noch ist, der alte. Vom Level her ziemlich weit oben, Rang 4. Hat der liebe Davalon denn vor, hier den Demon Hunter durchzuziehen, dem Server? Und dann vielleicht später von dem Update zu profitieren, ist das der Plan von ihm? Ja, wenn er jetzt schon mit dem alten Demon Hunter relativ... Da bin ich 1A gestört worden, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war. Aber das könnte der Plan sein von Davalon, sagen, jetzt schon stark mitspielen und dann vom Update profitieren, wenn das dann mal kommt. Dann als Demon Hunter gegebenenfalls Rang 1 belegen. Ja, könnte vielleicht der Plan sein. Ich weiß nicht, einen anderen Demon Hunter hat er, glaube ich, jetzt nicht aktiv. Er wollte ja alle Klassen irgendwie auch spielen. 70% SA hat er. Bei ihm sind natürlich die Epics alle randaktuell. Na gut, die sind ein bisschen älter, also wahrscheinlich auch noch von Sonntag, dass er sich nochmal neu ausgerüstet hat. Und ja, Steine 296, 321 hat er sogar schon. Also sieht man nochmal, die Gilde ist ja die gleiche, aber da ist auch die Mine schon hier weiter und das Level macht natürlich auch was aus. Ja, aber es spielt sehr stark auf. Wir gucken uns gleich nochmal den Server insgesamt an. Denn wir haben noch Leon, aber Leon ist schon guildless. Also habe ich das Gefühl, dass er hier wahrscheinlich Tag 1 ein bisschen gespielt hat und dann direkt schon aufgehört hat. Vielleicht, warum auch immer, werden es nicht wissen. Das heißt, ich habe noch Platz hier in der Players to Watch für W56. Wenn ihr da wollt, könnt ihr noch draufkommen. Und beim nächsten Mal kann ich euch dann auch anschauen. Wir schauen jetzt mal noch insgesamt hier in die Hall of Fame. Turor ist dabei wieder. Der Turor. Ja, das Profile Pick ist für mich jetzt noch relativ unbekannt gewesen. Ich habe mich ja jetzt nicht so geschaut, wer jetzt alles noch was für Profilbilder bekommt, aber und wie die alle aussehen. Ich glaube, dass das bei einigen Discords gesammelt ist. Das ist also Turor. Ja, und er ist jetzt hier Rang 1, 240er Berserker. Achso, die Skills könnte ich nochmal vergleichen mit Davalon zum Beispiel. 1596, 1450, 1738, 1605. Okay, Turo ist da auch nochmal von den Skills her eine Schippe weiter. Von den Steinen ist er jetzt nicht besser. Die Gilde Demo Relies und Golden Empire. Die beiden Gilden sind wohl hier im Fight um Rang 1. Und vor allen Dingen auch beim Elevator gegebenenfalls im Fight gegeneinander. SA hat er hier 74,8%, also da geht sogar noch ein bisschen was bei Davalon.
Ansonsten sehen wir andere Berserker relativ weit oben, 228. Cebu, beziehungsweise Cebek, ist auch wieder dabei, wie die Pay to Have Fun. Allesamt sind sie mitten schon in der 13. Etage, wahrscheinlich bei Dungeon 4. Mit dem Level ist man, glaube ich, bei Dungeon 4 durch. Oder 5 sogar schon. Ja, Tora dann nochmal ein Stück weit weiter. Dann sehen wir noch Sira als einen Assassinen. Sehr nice. Auch sehr weit vorne dabei. Battelt sich mit Sir Bas, einem Kundschafter. Gleiches Level, also sehr interessant, dieser Dreikampf im Geschickbereich zu sehen. Ne? Die Geschickklassen unter sich. Dann sehen wir noch einen Magier. Moson haben wir hier unten auch noch auf 217, immerhin auch. Nicht schlecht, ja. Dann haben wir Magier Benny. Dann kommt nochmal ein anderer Scout. Der ist vom Level her schon weiter hinten. 175. Benny aber 212 als Magier. Golden Empire auch alles dabei. Einfach gechillt mit den Jungs spielen. First Day 200. Day 5. First Match 200 meint er. Day 5. Ist jetzt Day 5. Ja, stimmt. Wir haben ja schon Tag 5 und nicht Tag 4. Ja, ansonsten noch ein paar Berserker. Es fehlen, ja, Kars kommt hier nochmal in die Top-Liste. Battle Mages sind, ja, auch der Klasse bedingt vom Level her hinterher. Gab's Kazan hier mit 122 dabei, aber scheint auch der einzige über 100 zu sein. So deutlich jetzt zumindest. Ja, sehr deutlich. Dann kommen Krieger. Also Krieger hat es wirklich sehr, sehr schwer derzeit. Da gibt es noch derzeit keinen über 100. Die ist die Klasse, die meistens jetzt wirklich am schlechtesten dasteht. Druiden werden halt seltener gespielt. Da ist Kray dabei. Ja, es gibt auch keinen anderen Druiden. Also ja, der Sinn des Druiden. Viele sehen den Sinn da nicht. Und haben da auch keine Lust zu daraufhin. Sondern spielen halt lieber direkt einen Scout oder einen Krieger. Das ist die zweitschlechteste Klasse mit dem Krieger, muss man sagen. Battle Mage ein bisschen weiter vorne, aber ansonsten, ja gut, eigentlich ist es ein Dreikampf auch. Und da kommen natürlich jetzt nach 5 Tagen, es kommen noch Spieler, die die Klassen ja spielen, die werden in ein paar Monaten, wenn sie weiterhin spielen, auch deutlich weiter oben stehen und vom Level her nicht mehr so weit weg sein. Aber im Moment sieht es halt erstmal so aus, dass es relativ schwach vonstatten geht, ja. Nichtsdestotrotz schauen wir mal auf die beiden Gilden. Demoralize mit 101 Durchschnittslevel, 392 Ritterhallenpunkten und sind derzeit Rang 1 im Elevator. So, ja, man sieht auch, dass die auf Ehre 100 sind, also die stärksten Gilden sind am Anfang immer auf Ehre 100, weil sie nicht angegriffen werden, aber selber auch nicht angreifen. Golden Empire ist derzeit Rang 2, hat ein höheres Durchschnittslevel mit 110, ähnliche Ritterhalle, sehr spannender Fight wahrscheinlich. Required Level 10 Plus. Ach so, sehe ich noch mehr, wenn ich Level 10 Plus bin? Gut, gucke ich mir beim nächsten Mal definitiv an. Money Talks haben wir hier auch noch dabei. 68er Durchschnittslevel, sind Rang 3 beim Elevator sogar. 68er Durchschnittslevel, wie gesagt, 377 Ritterhalle. Okay, interessant. Da ist der Hurrikan dabei. Ist das der Hurrikan, den ich auch kenne? Not bad, not bad. Also der Server insgesamt auch. Also wir haben nach 5 Tagen 34.000 Spieler. Das ist jetzt vielleicht nicht mega viel, aber ist ja auch nicht zu erwarten gewesen, dass jetzt mega viele Leute auf den Server joinen. Wir sind, sage ich mal, würde mal so grob schätzen, so knapp 50 Leute über 100. Derzeit ein paar sind knapp unter 100. Das ist okay. Wir haben, sag mal, alles, was jetzt Level 50 oder höher ist, hat aber halt schon irgendwo Pilze investiert. Würde ich jetzt mal behaupten, also wenn es auch nur die kleinen Pakete waren. Dementsprechend ist der Server bis in die Top 300 auf jeden Fall vorhanden. Eigentlich sogar über Top 300 so ein bisschen. Also es ist schon sicherlich wieder in Ordnung. Für Player Games und auch für die Spieler in Ordnung.
was da hier passiert ist. Und, was schreibt er? Was schreibt er über mich? Egal. Also, das war's dann erstmal von mir mit W56. Wie gesagt, weil es noch den einen oder anderen gibt hier, der mitmachen will in der Players to Watch, meldet euch. Platz ist ja da. Dann würde ich erstmal sagen, haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.